Das war krasses 3. Ich check die Frage nicht. Ja, machen wir eine schnelle, oder? Machen wir eine schnelle. Sydney, wie werden umgangssprachlich bei Menschen die dritten Backenzähne genannt? Okay, vorherige Windows-Version löschen, sorry. Und wir haben einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Wollen wir nochmal 3 Minuten machen? Ja, Abfahrt. Alright, dann haben wir die letzte Antwort von Kevin gehabt. Wir machen weiter bei Toni. Der Timer läuft ab jetzt und ich möchte wissen, aus welcher Himmelsrichtung kommt Ostwind? Osten. Richtig. Sydney, wie heißen die 3 Spielfiguren, die sich auf einem Schachbrett diagonal bewegen können? Die Läufer. So 3. Achso, weil es mehrere sind. Achso, Läufer, Dame und Bauer. Ja, der Bauer, wenn er halt schlägt und an sich hat König eigentlich, aber... So. Gibt aber mehrere. Kevin, wie heißen Bohnen auf Japanisch? Miso? Edamame. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, das ist... Toni, schon die iPads der ersten Generation hatten eine eingebaute Kamera. Wahr oder falsch? Falsch. Richtig, genau. Sydney, buchstabiere Foundation. Foundation. Richtig. Kevin, wie viele Mägen hat eine Kuh? Ich glaube 8. Das sind 4. Ah, okay. Scheiße. Toni, welche ist die am schnellsten wachsende Pflanze? Bambus. Richtig. Sydney, wie heißt die Sportart, deren Finale der Super Bowl ist? American Football. Richtig. Kevin, in welchem Handyspiel und Film gibt es eine Schweineinsel? Oh, Angry Birds oder so? Keine Ahnung. Richtig, es ist Angry Birds. Toni, wie viele deutsche Bundesländer haben einen Bindestrich im Namen? Bro. Okay, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern. Berlin, nein, Brandenburg, nein, Bremen, nein, Hamburg, Bayern, Hessen, Thüringen, nicht 6,5. 6. Es sind 6, richtig. Sydney, wie werden umgangssprachlich bei Menschen die dritten Backenzähne genannt? Weisheitszähne? Richtig. Kevin, welcher Planet wird als das Juwel des Sonnensystems bezeichnet? Oh, keine Ahnung, die Erde. Der Saturn. Okay. Toni, die Bronzezeit kam vor der Eisenzeit. Wahr oder falsch? Richtig. Genau. Sydney, welcher Balkanstaat proklamierte 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien? Bosnien. Es ist der Kosovo. Kevin, welcher rothaarige Brite schrieb das Lied I See Fire? Na, Ed Sheeran, Alter. Bester Mann. Korrekt. Toni, der ist auch über Herdplatten gelaufen. Toni, wofür steht die Domain .mn? Oh nein. Monaco oder Mongolei? Mongolei? Das ist richtig. Und Sydney, du buchstabierst mir bitte Billard. B-I-L-L-A-R-D. Richtig. Und die Zeit ist auch rum. Ja, machen wir eine schnelle, wa? Machen wir eine schnelle. Kevin votet Toni und Toni und Sydney voten Kevin. Damit hat Kevin nur noch ein Herz. Genauso wie Sydney. Und Toni hat 2 Herzen. Die letzte Antwort kam von Sydney. Wir machen weiter bei Kevin. 3 Minuten laufen ab. Jetzt. Yes, sir. Welche winzigen Insekten bestäuben den Kakaobaum? Moskitos. Ich weiß es nicht. Es sind Mücken. Ja, okay. Ich meine, das sind ja Moskitos, oder? Toni, mit 53 bestätigten und 9 unbestätigten Monden hat welcher Planet die meisten Monde? Ah, die meisten hat Saturn. Das ist richtig. Sydney, wofür steht das K in K-Pop? Korean. Richtig. Kevin, welche europäische Sprache ist in Senegal offizielle Amtssprache? Boah, es ist Deutsch. Es ist Französisch. Toni, wie heißt das Land, das im Zweiten Weltkrieg als letztes kapitulierte? Japan. Richtig. Sydney, in Italien gilt Freitag der 17. als Unglückstag. Wahr oder falsch? Der 17. Ne, falsch. Es ist wahr. Kevin, wofür steht das Bo im Namen Haribo? Bonn. Richtig. Stark. Toni, von wem stand der Satz, ach die Deutschen, man kann ihnen einfach nicht böse sein? Aus den Simpsons. Ja, von Homer Simpsons, richtig. Sydney, welche spezielle Katzenverhalten kann selbst im Ruhezustand der Selbstheilung dienen? Check die Frage nicht. Schnurren? Richtig. Kevin, welche Farbe haben die Schlümpfe? Blau. Richtig. Toni, Saugnäpfe ermöglichen Geckos, glatte Wände hochzuklettern. Wahr oder falsch? Ja. Nee, es ist falsch. Sydney, wie lange braucht die Erde, um die Sonne zu umkreisen? Ein Tag. Es ist ein Jahr. Was?
Kevin, wie heißt die Anwendung, dessen Logo ein blauer Vogel ist? Twitter. Richtig. Toni, wie hieß die Plattform TikTok früher? Musical.ly. Richtig. Sydney, buchstabiere das Wort Philippinen. P-H-I-L-L-I-P. Philippinen. Philippinen mit nur einem L und Doppel-P. Ah. Kevin, der Streamingdienst Netflix hat ein Abo mit Werbung. Boah. Ich glaube nein. Doch, haben sie seit kurzem. Die Wichser. Toni, welche Tempusform wird für die Gegenwart verwendet? Präsenz. Richtig. Sydney, wie viele Zentimeter wächst Bambus pro Tag? Ungefähr, 40. Kannst du eine Spanne geben. 14. Das sind 30 bis 50 Zentimeter und die Zeit ist abgelaufen. Ganz kurz, bevor wir über irgendwas anderes reden, das von Netflix finde ich einfach dreist. Was war das? Das ist dreist. Das also, aber fast alle anderen Streamingdienste haben auch Werbung, trotz dessen, dass du ein Abo abschließt. Ja, dann aber, ich korrigiere auch nochmal, das hat jetzt auch gar keine Auswirkung, aber der Vogel beim Twitter-Logo ist weiß auf blauem Untergrund, aber ich glaube, man hat verstanden, was ich meinte. Ja. Ich dachte, dass die angepasst haben, dass wenn man bei Netflix weniger Zeit, dass man dann irgendwie nur 480p hat oder so. Aber das ist beides? Vielleicht ist es auch beides. Ja, aber das gibt es jetzt auch, dass du halt nicht mal HD hast bei dem günstigsten Abo. Okay. Ja, es tut mir leid, Sydney. Der Mond war es. Alright, damit wechselt er immer in die Erde. Die dreht sich einmal in 24 Stunden. Umkreist, ich habe keine Ahnung. Kevin votet Sydney, Toni auch und Sydney votet Kevin. Damit verliert Sydney sein letztes Herz und wir haben zwei Finalisten. Danke, hey Sydney, überstark, wirklich krank. Hey Bruder, wirklich. Danke, dass du dabei warst. Wirklich. Hat sehr Spaß gemacht, vielen Dank. Hey, sehr gerne. Ciao. Tschüssi. Alter, die zwei just chatting. Boah, wir sind's, Kevin. So. Digga, Sydney hat sich krank geschlagen, muss ich ihm einmal mal lassen. Sydney war richtig strong. Ich kannte den vorher jetzt noch nicht so. Und Sydney war ja richtig, richtig gut. Bin sehr beeindruckt. Also ich dachte jetzt auch nicht, dass er übelst dumm ist oder so, aber... Nee, dachte ich auch nicht, aber so... Der war richtig gut, Mann. Wenn du das erste Mal bei der dümmste Flieg bist, dann sind ja die Leute auch immer so nervös und so. Und der hat so souverän die Fragen runter beantwortet, also... Not bad. Freunde, wir sind jetzt im Finale. Kevin gegen mich. Wir kriegen jetzt nochmal 10 Fragen und da kommt es nicht auf Zeit drauf an. Heißt, Zeit ist egal. Wer von den 10 Fragen mehr richtig hat, hat gewonnen. That's it. Und ich darf anfangen, weil ich mehr Herzen habe als Kevin. Und Kevin hört natürlich nicht zu und wir vertrauen noch drauf, dass er nicht cheatet. Ich gucke den Stream auf dem Klo. Perfekt. Alright, Basti, ich bin bereit. Ich bin froh, dass ich im Finale bin. Ich bin so aufgeregt gewesen. Ey, du hast es sehr, sehr gut gemacht, Toni. Wirklich sehr stark. Danke, Basti. Genau, du hast alle Zeit der Welt. Nehmen sie dir auch. Und wenn du ready bist, dann stelle ich dir die erste Frage. I'm ready. Frage 1. Wofür steht der lateinische Begriff Patella? Oh Gott, keine Ahnung. Patella. Was könnte Patella sein? Lateinischer Begriff Patella. Es ist wahrscheinlich irgendwas aus der Medizin, weil da werden lateinische Begriffe einfach noch viel verwendet. Sonst denke ich, dass man nicht das nicht erwartet werde, dass ich es kenne. Deswegen sage ich einfach ein Knochen. Welche ist die größte Wüste der Welt? Man würde denken Sahara, aber es... ist die Antarktis, weil das auch eine Wüste ist und die ist noch mal größer. Frage 3. Auf einer Stange sitzen 10 Tauben. Ein Jäger schießt eine Taube ab. Wie viele sitzen noch da? 0, weil die alle wegfliegen vom Schuss. Die Bahamas liegen näher an Florida als an Jamaika. Wahr oder falsch? Die Bahamas liegen näher an Florida als an Jamaika? Ja. Doch, das... Okay. Okay, Jamaika, Bahamas, Florida... Ich würde sagen, ja, sind näher an Florida. Dann die nächste Frage. Aus wie vielen Hauptinseln besteht Japan? 4. Wofür steht die Abkürzung CD? Boah, warte, das ist noch nicht meine finale Antwort. Ich überlege nur kurz. D ist auf jeden Fall Disk. C ist, ich dachte gerade an Portable Disk, aber das wäre ja P. Deswegen ist es Compact Disk. Dann würde ich dich bitten, einmal Archäologie zu buchstabieren. Oh nein, oh. Archäologie. Okay. Archäologie. Das ist so ein Freepunkt für Kevin, weil ich nicht buchstabieren kann. A-R-C-H-E-L-O. Ich habe Archäologie geschrieben. Archäologie ist es. A-R-C-H-A-R-C-H-O-L-O-G-I-E. Das ist meine Antwort. Das letzte, was ich habe. Dann machen wir weiter mit der Frage, zu welchem Land gehört die Osterinsel? Ich hab falsch, Archäologie heißt der Scheiß. Egal, ich hab's falsch. Zu welchem Land gehört die Osterinsel? Die Osterinsel gehört zu Chile. Lass mich kurz überlegen. Ja, ist auch auf der Höhe von Chile. Passt, Chile. Warte, bin ich gerade komplett lost?
Nee, Chile. Ich sag Chile. Dann die vorletzte Frage. Welche Stadt hat das Kfz-Kennzeichen A? Entweder Aachen oder Augsburg. Ich glaube, Aachen könnte AA haben. Augsburg könnte Augsburg haben. AB, aber es hat Aschaffenburg. Deswegen könnte es auch nicht sein. AU glaube ich nicht. AG auch nicht. Ich glaube, A ist... Ich glaube, Aachen ist AA. Und ich glaube, Augsburg ist A. Also sage ich Augsburg. Und dann die letzte Frage. Nenne Bestandteile einer R2-G2-Koalition. Ich weiß nicht mal, was das ist. Das ist einfach aus Star Wars. Koalition. Wo gibt es Koalition? Eine R2G2-Koalition. Ich weiß wirklich nicht mal, was das ist. Das könnte was sein aus der Politik, aber auch aus der Musik. R2G2-Koalition. Ich hätte jetzt gesagt, es geht auch aus der Musik und es irgendwann so diese komischen Begriffe, die es in der Musik gibt. Ja, aber ich weiß es nicht. Ich muss die skippen. Ich weiß nicht mal eine Möglichkeit in der Antwort. Alright. Das war die letzte? Das war die letzte, ja. Okay, dann machen wir Kevin den hier. Kann es gar nicht einschätzen, wie es lief. Hätte ich die ganze Zeit nachgeäfft, ne? Danke, Kevin. Kenne ich. So, Kevin, bist du bereit fürs Finale? Nee, ehrlich gesagt nicht, Digga. Ich habe das Gefühl, jetzt blamier ich mich richtig krass. Ich werde dir jetzt 10 Fragen stellen. Du hast alle Zeit der Welt, nimm sie dir auch. Und wenn du bereit bist, dann stelle ich dir die erste Frage. Ja, bin bereit. Dann sage mir gerne, wofür steht denn der lateinische Begriff Patella? Oh, Patella. Darf ich wissen, wie es geschrieben ist? Muss Toni mir sagen. Ja. Okay, also ist es mit R geschrieben, also Patella, you know? Ohne R. Weiß ich nicht. Sag etwas, irgendwas. Achso, ist ein Medikament. Keine Ahnung. Kopfschmerzmedikament, keine Ahnung. Dann, nächste Frage. Welche ist die größte Wüste der Welt? Sahara. Die nächste Frage. Auf einer Stange sitzen 10 Tauben. Ein Jäger schießt eine Taube ab. Wie viele sitzen noch da? Okay, ich weiß jetzt nicht genau. Also es könnte jetzt so eine wilde Fangfrage sein, dass der Jäger einfach irgendeine abschießt und dann sitzen da immer noch 10. Aber das ist ja nicht richtig wacko. Digga, das ist ja 100% eine Fangfrage. Also das kann ja nicht 9 sein. Das ist ja viel zu obvious. Ist es auf Zeit? Nee, ne? Du meinst, ich habe alle Zeit der Welt. Also ich werde mir jetzt nicht unfassbar viel Zeit lassen, aber ein bisschen. Die Frage war, wie viel sitzt auf der einer Stange. Auf einer Stange sitzen 10 Tauben. Ein Jäger schießt eine Taube ab. Die Bahamas liegen näher an Florida als an Jamaika. Wahr oder falsch? Du meinst, also die liegen näher an Florida, würde ich sagen. Also sagst du, ist es wahr? Ja. Aus wie vielen Hauptinseln besteht Japan? 3. Wofür steht die Abkürzung CD? Compact Disc. Buchstabiere mir das Wort Archäologie. Ne? Ja, genau. Archeologie. Dann sage mir, zu welchem Land gehört die Osterinsel? Oh mein Gott. Osterinsel. Inselgruppe meintest du, ne? Hab ich nicht verstanden? Zu welchem Land gehört die Osterinsel? Ach, zu welchem Land? Ah, okay, sorry. Hat das irgendeine Bedeutung? Osterinsel? Oh, Digga. Osterinsel, Junge. Ich bin irgendwie so im asiatischen Bereich, aber ich weiß nicht genau. Thailand, keine Ahnung. Dann sage mir, welche Stadt hat das Kfz-Kennzeichen A? Okay, also Aachen müsste AA sein. Dings Augsburg? Ich sag Augsburg. Ja, ich sag, das ist noch nicht meine feine Antwort. Mhm. Hätten wir noch irgendeine Stadt mit A ein, Digga? Boah, Junge, das ist so peinlich, man. Hier fahren richtig viele Aachen-Autos lang. Also Aachen würde ich eigentlich sagen, krasses A. Ich sag trotzdem Aachen, scheiß drauf. Dann die letzte Frage. Nenne Bestandteile einer R2-G2-Koalition. Heilige Mutter Maria. R2-G2 heißt es? R2-G2. Die Grünen wahrscheinlich. CDU, SPD. Okay, vorherige Windows-Version löschen, sorry. Was ist denn noch grün, außer die Grünen, Junge, bin ich los? Die Linken. Dann habt ihr beide eure Antworten gegeben und wir haben einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Scheiße, und Alter, ich bin so nervös. Oh, ich hab richtig verkackt, Digga. Das waren die schwierigsten Fragen ever. Ich wusste nicht mehr, was dieses R2G2 ist. Ich hab da in meinem Leben noch nie von gehört. Ich kann's euch mal gleich... Ich hab's auch noch nie gehört, okay. Digga. Wir können ja mal Stück für Stück durchgehen. Und zwar bei der ersten Frage, wofür der lateinische Begriff Patella steht, hat Toni gesagt Knochen und Kevin sagt Kopfschmerz, also Kopfschmerztabletten. Es ist tatsächlich, es ist die Kniescheibe. Okay. Boah, Digga.
Woher soll man das wissen, Alter? Frage 2 war die größte Wüste der Welt. Da sagt Toni Antarktis und Kevin die Sahara. Und das ist tatsächlich der erste Punkt für Toni, denn es ist die Antarktis. Boah, huge, das wusste ich nicht. Okay, krass. Eiswüste. Frage 3. Auf einer Stange sitzen 10 Tauben. Ein Jäger schießt eine Taube ab. Wie viele sitzen noch da? Ist halt eine Fun-Frage. Dort habt ihr beide die richtige Antwort und zwar keine, null. Alle anderen fliegen nämlich weg aufgrund des Schusses. Die Bahamas liegen näher an Florida als an Jamaika. Das ist auch korrekt, habt ihr beide richtig geantwortet. Aus wie vielen Hauptinseln besteht Japan? Da sagt Kevin 3, Toni sagt 4. Ja, das sind 4. Und es sind auch 4. Damit hat Toni nochmal einen weiteren Punkt. Wir hatten dann die Abkürzung CD, da habt ihr beide richtig. Compact Disc ist korrekt. Beim Buchstabieren habt ihr beide einen Fehler gemacht. Man schreibt es tatsächlich mit Ä. Toni sagt mit O und Kevin mit E. Heavy mit E. Mit Ä. Ach so, in der Mitte. In der Mitte. Anfang, Junge. Okay, check. Ich kann einfach nicht buchstabieren. Also ich habe auch so leichtes LRS und so. Das ist super schwer für mich. Die Osterinseln gehören laut Kevin zu Thailand. Toni sagt Chile und Chile ist auch richtig. Welche Stadt hat das Kfz-Kennzeichen A? Ich kann erstmal sagen, dass Aachen AC hat und damit ist Kevins Antwort falsch. Und Augsburg ist die richtige Antwort von Toni mit nur einem A. Und die Bestandteile einer R2-G2-Koalition hatte Toni keine Antwort. Kevin sagt CDU, SPD, Linke, Grüne. Da muss man sagen, das zweite G ist kein Grün, sondern ein Gelb und damit die FDP. Okay, aber wofür stehen denn die zwei? Was R2-G2? Ja, also zwei rote, zwei grüne. SPD und Linke. Nee, zwei rote, zwei gelbe, oder? Wolltest du sagen? Nein, zwei rote, ein gelbes und ein grünes. Es sind halt zwei Gs, halt zwei unterschiedliche. Oh mein Gott. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also so habe ich es jedenfalls verstanden. Also wenn das jetzt falsch ist, bitte korrigiert mich, aber ich habe es jedenfalls so verstanden. Nee, ist dumm. Das ist richtig dumm. Diese Farbenscheiße macht eh keinen Sinn, Bruder. Sag doch einfach, wer es ist und nicht irgendwie, yo, das ist jetzt hier die egal. Aber damit haben wir ein Endergebnis von 7-3 und Toni spielt das erste Mal mit und gewinnt sofort souverän und GG, sehr stark. Ist das bessere Ende und du hast doch ehrlich besser gespielt, all in all, finde ich. Du warst insane. Jetzt kann ich beruhigt wieder moderieren und muss mich hoffentlich nie wieder stellen. Ja, und alle werden sagen, dass es rigged ist. Das ist die zweite Sache. Aber. Ja, das ist aber okay. I take it. Aber GG, sehr verdient. Also sehr verdient. Ich hatte aber auch oft Fragen. Also, es waren auch viele Fragen, die andere Leute bekommen haben, die ich ganz krass nicht gewusst hätte. Also, ich bin froh, ich bin gerade erleichtert. Aber Kevin, auch danke, dass du dabei warst. Und Basti, dafür auch mal fett Claps im Chat. Basti hat unnormal gut moderiert. Unfassbar gut, Digga. Viel besser als die andere Moderatorin, die sonst immer wirklich? Da ist. Muss man einfach sagen. Nein, Spaß, aber also Basti, sehr, sehr stark. Auch vielen Dank, dass du da mitgemacht hast und Moderator machst. Es war wirklich Ich danke, dass ich das machen durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, war sehr cool. Und wirklich, du hast verdient gewonnen. Du hast wirklich gute Antworten bei schwierigen Fragen gegeben. Und war sehr, sehr cool. Hat sehr viel Spaß gemacht. Thanks. Geil, Mann. Danke für die Einladung, Toni. War mega nice. Sehr danke gerne. Bis dann. Ciao. Boah, das war's, Chat. Oh Gott, ich bin jetzt so erleichtert, dass es rum ist, Alter. Das war richtig Prüfungsdruck. Aber ich bin happy. Also ich finde, meine Fragen, die ich hatte, waren normal. Ich finde, ein paar Fragen waren ein bisschen in den Arsch geschoben, die waren schon einfach. Ein paar waren immer schon so tricky. Bei ein paar war ich sehr stolz, dass ich die richtig hatte. So Barbados und so, Barbados. War ich schon sehr happy mit. Also das war sehr cool. Ich hoffe, die Folge mit dem Video hat euch gefallen.